Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Remastered. Wir sind gerade ins DLC eingetaucht, beziehungsweise sind hereingerissen worden. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich untot bin, obwohl ich doch bis hierhin das Leuchtfeuer entfacht haben wollte, was ich ja getan habe und was man nur als Mensch machen kann, tja, es kam leicht anders. Was ist denn jetzt los? Okay, ah, geil. Greif mich direkt an. Mist. Ah, was ein Drecksack. Den klage ich definitiv an. Ja, so schnell kann's gehen. Hätte nicht gedacht, dass ich nach der kurzen Zeit hier schon invaded werde. Unfassbar. Naja, sei es drum. Wir werden jetzt weitermachen. Jetzt, wo wir untot sind, brauchen wir uns ja vor weiteren Invadern nicht zu fürchten. So, und wenn ich mich recht entsinne, wird das DLC jetzt schon direkt mit einem Boss anfangen. Puh. Ja, Mausoleumswächter. Hallo. Wow, shit. Verdammt. Autsch. Wie ihr seht, der haut schon richtig rein. Eine Chimäre, die mit Blitzen um sich schmeißen kann. Komm schon. Wow. Wir machen einfach mal null Damage. Also kaum. Und wie ihr seht, die macht auch ziemlich starken Gift-Damage. Ach du Sack. Du dreckiges Mistvieh. Alter! Ernsthaft? Shit. Na super. Ich habe jetzt gar nichts mehr gesehen. Das Viech hat mir die ganze Zeit die Sicht auf meinen Charakter versperrt und die Kamera hat auch nicht gerade geholfen. Oh Mann. Ja, macht schon Spaß. Naja. Ich gehe stark davon aus, das Viech wird eine hohe Blitzresistenz haben. Deswegen werden meine Blitzspeere eben kaum was bringen. Da werde ich stattdessen meine Pyromantieflamme ausrüsten und Zauberei einstimmen. Ich würde sagen, was nehme ich dann stattdessen? Puh, vielleicht ein paar große Feuerbälle. Vielleicht noch mal eine große Verbrennung. Feuerflut. Erzeugt einen Feuerstoß auf der Handfläche. Ah, ich glaube, Verbrennung nehme ich dann einfach noch einmal. Warum nicht? Versuchen wir den Kampf mit Pyromantie zu kämpfen. Mal gucken, ob das mehr bringt. Puh. So. Autsch! Autsch! Da hätte ich vielleicht mal mein Schild auspacken sollen. Ach, das darf nicht wahr sein. Nein! Lass mich in Ruhe! Das ist unfassbar, wenn es mich einmal trifft. Ich dachte schon, das will er jetzt mit seinem Schweif angreifen. Au! Darf ich auch mal angreifen, du Mistviech? Ja! Feuer macht gut Damage. Es kann ihn sogar staggern. Nice. Shit. Dafür habe ich jetzt nicht auf meine Gesundheit geachtet. Das war ein Fehler.
Okay. Also mit Feuerschaden können wir ihnen richtig Schaden zufügen. Das macht auf jeden Fall einiges her. Sehr gut. Jetzt müssen wir dann halt nur noch die richtigen Gelegenheiten für den Angriff finden. Dort. So, zack, zack, zack. Jawoll, ist noch schön reingelaufen, der Idiot. Kann man dem den Schweif abtrennen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Au. Oh, oh. Wow. Okay, schön aufpassen, denn wie ihr seht, da wir hier im Wasser sind, breitet sich der Effekt seiner Blitzattacken auch noch so ein kleines bisschen auf die Umgebung aus. Autsch, Vergiftung, das ist schlecht. Aber lässt sich noch mit umgehen. Jawohl, jawohl, komm. Ah, Mist. Große Verbrennung ist schon durch. Dann müssen wir mit der normalen Verbrennung weitermachen. Erstmal aber voll heilen. Autsch. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Ah, jetzt hätte ich ausweichen müssen. Das war schlecht. Nein! Shit! Er war doch schon fast down. Ach. So ein Dreck, verdammter. Ja, das Viech ist hart, aber es ist möglich. Es ist möglich. Dank unserer Pyromantieflamme kriegen wir das Viech auf jeden Fall noch klein. So viel steht fest. Erst einmal wieder unsere Seelen zurückholen. Das ist wie immer die Priorität Nummer 1. Wow. Chill, chill. Wo ist er da? Und noch einmal? Ah, nee, doch nicht. Eins, zwei. Ah, Mist. Schade, ich dachte, durch den nächsten Treffer wird er gestaggert. Leider, aua, nein, 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 nein. Okay, sehr gut. Der hat sich dazu entschlossen, keinen weiteren Blitzangriff zu machen. Ernsthaft? Kollege. Oh, shit. Wow. Ich wusste jetzt nicht, wo der Blitzball landen würde. Na, komm her. Alter, du Sack. Das ist das Gemeinste. Wenn er diesen Rundumlauf macht. Ich hab doch sogar noch den Schild hochgehalten. Du Drecksvieh. Alter. Der hat den tatsächlich sogar noch leicht zeitversetzt losgelassen. Haha. Daneben. Mist. So, okay. So, nix da. Mist. Au. Zugeben, da hätte ich nicht direkt vor seinem Maul stehen sollen. Au. Ich dachte, das wäre sein letzter Nahkampfangriff. Der eine Tatzenhieb. Au. Ich wusste, das wird wehtun. Ja. Hat aber noch versucht, mich hochzutreten. Nix da. Komm jetzt. Ich hab dich doch fast. Nein. Mann. Ah, nein. Das darf nicht wahr sein, wie er noch wegspringt. Jetzt aber. Volle Pulle. Von der normalen Verbrennung haben wir zum Glück mehr als genug, also
Damit müssen wir nicht sparen. Wow. Oh, oh. Wow, 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 okay. Oh, ich dachte schon, er lädt einen Blitzball auf. Nix da. Autsch. Das lässt sich nicht mal abwehren, der Angriff. Aua, ey. Wie er ihn framed perfekt. Nix da. Verzieh dich. Alter. Nein! Das darf nicht wahr sein. Ich hätte doch sonst noch einen zweiten Angriff landen können, oder nicht? Nein! Shit! Alles ging ins Leere. So viele Angriffe und jeder war daneben. So. Nice! Einmal noch, komm! Komm schon, komm schon, komm schon! Er schüttelt sich gerade! Bams! So! Arsch verbrannt, du Drecksack! Wächterseele erhalten! Und Menschlichkeit, sehr gut! Ja! Wie ihr seht, der erste Boss hat es bereits total in sich aus dem DLC. Einfach mal so eine Chimäre wird einem entgegengeschmissen. Nett! So, schauen wir uns mal die Seele an, die wir gerade gekriegt haben. Ach nee, die ist ja unter den Benutzbaren zu finden. Da, Wächterseele. Die Seele des weißen geflügelten Löwen, der über das Mausoleum wachte und die Ausbreitung der Finsternis fürchtete. Der Wächter besaß auch andere Eigenschaften als die eines Löwen und war somit kein gewöhnliches Tier, sondern eher eine Art Dämon. Ja. Okay. Ich glaube, hier geht's jetzt weiter. Nicht, dass ich jetzt... Nee, ich laufe nicht zum Leuchtfeuer zurück. Hallo. Und jetzt kommen wir schon beim Olasil Mausoleum an. Das nächste Gebiet. Wirkt ziemlich friedlich, nicht wahr? So. Ah, es reicht gerade so nicht mehr für ein Level Up. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist dieses Leuchtfeuer hier entfachen. Und ein paar Seelen ploppen lassen, damit wir... So. Damit wir das Level-Up noch besorgen können. Nee. So. Ich würde sagen, Seele eines Kriegers, 3 Stück. Oh, die sind 2000 Seelen wert. Ups. Ich dachte, sie wären nur 1000 wert. Aber egal, dafür haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Wir packen mehr in, ich würde sagen, Kondition rein. Damit wir mehr Ausdauer haben. Denn unsere Ausdauer wird immer knapper. Mit mehr Ausdauer können wir dann auch stärkere Gegnerangriffe abwehren, ohne Schaden zu erleiden. So, Dalle, da bin ich jetzt auch schon menschlich und habe das Leuchtfeuer maximal entfacht. Hier sehen wir schon einen Pilz und die Nachricht, pass auf, Heiliger, lässt schon vermuten, der hier ist natürlich kein Feind. Er hat ja auch keine Stummelärmchen, mit denen er uns angreifen könnte. Deswegen reden wir. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Jo. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Orasil. Genau. Wir können von ihr Reparaturpulver, Goldharz und den Olasil Elfenbeinbeschleuniger kaufen. Bei ihr könnten wir theoretisch noch einmal die ganzen Zaubereien von Olasil besorgen, aber die haben wir ja schon alle. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast.
and threatens to swallow the whole of Ulysses. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt, he will be swallowed by the Abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the Abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Ritter Artorias, ein Name, der im ersten Teil bereits oft genug gefallen ist, ob durch Itembeschreibungen oder durch andere Charaktere. Thou shalt see further on, and a okay. Mehr hat sie nicht zu sagen. Flames guide thee. Okay, bye. Sodele. Damit können wir uns dann erstmal weiterbegeben. Na, kommt es euch bekannt vor? Brauchst Meister. Und wir sehen hier schon Leute, die scheinbar gestorben sind. Ja, die Typen da oben machen sich schon auf den Weg zu uns runter. Königlicher Wald. Ganz recht. So hat der Finsterwurzgarten früher mal ausgesehen. Hi. Oh, irgendeiner hat uns den Gefallen getan und ist freiwillig abgetreten. Das ist nett. So. Ganz komische Holzmenschen sind das, in Lumpen gekleidet. Und ja, scheinen mehr aus Holz als aus Knochen zu bestehen. Die Skelette. So, Dölle. In diesem DLC sind wir nämlich in die Vergangenheit gereist. Weshalb hier auch noch einmal Ritter Artorias erwähnt wird. So. Der ja eigentlich schon längst gestorben ist in unserer Welt. Oh oh. Wow. Wenigstens den einen erledigen. Der scheint etwas für uns fallen gelassen zu haben. Wow. Ich wechsle mal zum Claymore. Wow. Alter. Ist klar. Was hat er fallen gelassen? Lila Moosklumpen. Okay. Autsch. Mann, 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 Mann. Kann ja ein ganzes Erdbeben mit seinen Mega-Hammer auslösen. Nein, nein. Okay. Unser Schwert macht ihm nicht viel mehr Damage. Okay. Ich gehe lieber zu Verbrennungen über. So, auf unsere Pyromantieflamme können wir uns jetzt auf jeden Fall verlassen. Täusche ich mich oder höre ich hier irgendwas summen? Wow, der müsste eigentlich tot sein. Blutroter Moosklumpen. Man könnte davon ausgehen, da diese Gegnerart hier auch die Moosklumpen fallen lässt, genauso wie die Baumgegner aus unserer Zeit, könnte man vielleicht davon ausgehen, diese Typen werden noch zu den Bäumen. Ist zumindest eine Vermutung. Warum läuft der Kerl vor uns weg? Anstatt auf uns zu. Oh je. Ein Hinterhalt. Wow, 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 wow. So. Wow, hi. Das darf nicht wahr sein. So.
Also vom Layout her ist dieser Wald eigentlich genau gleich. Er beinhaltet nur andere Gegner. Wow. Da haben uns nicht mal die Invincible Frames was gebracht. Die bringen uns gar nichts, um genau zu sein. Autsch. Ah. So, am besten bei denen nach rechts ausweichen. Wo? Huh, knapp. Fertig. Down ist er. Na, was hat er fallen gelassen? Ich habe doch gesehen, dass du einen Gegenstand fallen gelassen hast. Ach, da liegt er. Funkeltitanit. Ha. Okay. So, da finden wir auch ein Item. Hallöchen. Wächtergamaschen. Okay. Hierüber können wir dann zur anderen Seite gelangen oder auch nicht. Hi, süßer Drache. Wie er uns einmal so kurz angeguckt hat. Ich sehe dich. Und weg ist er. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Können wir hier überhaupt irgendwo lang gehen? Sieht nicht danach aus. Oh, ich dachte schon, da unten könnten wir noch die Hydra sehen. Nope. Ha? Oh. 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 So, sehr gut. Wir bekommen Opala, Funkeltitanit und große Scherben. Na, seht ihr das? Ein dunkles, verhängnisvoll wirkendes Loch. Wow. Oh, da hat uns die Tatsache gerettet, dass er über uns stand. Nochmal Funkeltitanit. Nett von denen, dass die das droppen lassen. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Ich glaube, da runterstürzen sollten wir definitiv nicht. Noch nicht zumindest. Aber es ist schon sehr unheimlich. Wow, hi! Ey! Du mit deiner Heckenschere da. Unglaublich. So, wir erforschen diese Gegend hier auf jeden Fall noch weiter. Oh. Na, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Auch wenn es gerade so danach ausgesehen hat. Ich war da jetzt auch beinahe lang gelaufen, aber ich glaube, das hätte meinen Tod bedeutet. Huh. Immer schön aufpassen. Das Letzte, was ich will, ist hier einen unnötigen Tod sterben. Ah, hier ist ein Item. Wo ist deine Kerl hin? Den ich gerade eben noch aktiv rumlaufen gehört habe. Oh, hi. Da ist er ja. Nächster. Zum Glück lassen sie sich so leicht staggern. Ja, die haben auch noch solche Eimer bei sich. Das könnte auch sehr gut sein, dass das die Gärtner hier sind. Ich weiß nicht. Irgendwie strahlen sie so etwas, so eine Gärtner-Aura aus. Und sie wirken auch durch ihre Utensilien so, als ob sie... Ach Mist. Das Viech kriegen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr eingeholt, oder? Doch? Nee. Mist. Ein bisschen Abstand gewinnen.
Ist ja gut. Hey. Okay. So. Erstmal die leichten Gegner von dem schweren trennen. Oh, shit. Von den schweren sind sogar zwei hier. Wahaha. Das ist jetzt mega scheiße. Bitte sag mir, dass der eine... Okay, der andere zieht sich zurück. Boah, Gott sei Dank. Boah, das war knapp. Okay. Der Kerl kann sich nicht entscheiden, ob er sich zurückziehen will oder nicht. Soll mir recht sein. Jetzt kann ich dich auch bekämpfen. Bam! Autsch, das war viel zu früh. Gebe ich gerne zu. Oh, oh. Okay, boah. Au! Alter. Wie viel Damage das noch gemacht hat. Na, komm mal her, du. Na, 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 na. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Funkeltitanit. So, und das Gebäude hier kommt uns ja theoretisch bekannt vor. Hier haben wir ja den Eid der Waldhüter abgeschlossen, wenn ich mich recht entsinne. Und diese Arena hier, da wollen wir, glaube ich, als nächstes hin. Da sehen wir auch schon einen Bonfire. Dort unten. Wir müssen also irgendwie doch über die andere Seite dort nach unten gelangen. Dort sehen wir auch eine alte Stadt. Ich denke, das wird Ulassil sein. So, wir können uns hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter umgucken und hier die letzten Items einsammeln. Ja, das sind definitiv die Gärtner. Guckt euch das an. Hier sehen wir sie sogar bei der Gartenarbeit. Greifen sie uns dann überhaupt an, wenn sie gerade am Arbeiten sind und wir sie in Ruhe lassen? Goldmünze. Nö, jetzt greifen sie uns an. Au, nein. Ey, hörst du auf. Mit ihren kleinen Heckenscheren. Au. Au. Und noch einmal, komm. Zack. So. Dieses Gewittergeräusch im Hintergrund, das macht mich die ganze Zeit nervös. Oh Mann. Die Tatsache, dass ich eben Angst vor Gewitter habe, tut ihr Übriges. Selbst in Videospielen reichen solche einfachen Geräusche aus, um mich, so ein bisschen nervös zu machen. Ein bisschen. Ist da hinten noch ein Item oder ist das nur ein Leuchten? Ne, das ist eine leuchtende Blume. Man kann die sehr schnell mit Items verwechseln, wie ihr seht. Na, kommt mal her. Kommt mal her. Hier. Ich erlöse euch von eurer Arbeit. Müsst ihr den Scheiß dann nicht mehr machen. Ist doch besser so. Lohnt sich doch nicht mehr, hier den Garten zu pflegen, oder nicht? Muss doch nicht mehr sein. Seele eines Ritters. Huch. Ich höre einen. Da. Ah. Ah, Mist. Ich glaube, ich hätte ihn noch einen Angriff von oben reinwürgen können, aber ich dachte, ich wäre außer Reichweite. Hätte theoretisch aber noch funktioniert. Wir bekommen Elisabeths Pilz. Elisabeths Pilz. Der müsste, glaube ich, unter den Schlüssel-Items jetzt sein, oder? Doch nicht. Ist der etwa benutzbar? Tatsächlich. Okay. Elisabeths Pilz. Ein großer medizinischer Pilz von Elisabeth, Wächterin des Mausoleums. Wenn der Pilz gegessen wird, kräftigt er den Körper und heilt kurzzeitig viele TP. Seine enorme Wirkung kann für einen Krieger den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Genau, also der
Gegenstand sorgt für eine kurzzeitige TP-Regeneration, also nicht auf einmal, so wie eben unsere Estus-Flakons oder die Menschlichkeit, sondern nach und nach über Zeit. Könnte man also benutzen, um sich kurzzeitig einen Heileffekt zu verpassen. Puh. Was bei manchen... Ah, Wächterhelm. Was bei manchen Kämpfen eventuell durchaus hilfreich sein kann. Wenn man nicht immer die Zeit hat, sich zu heilen, kann man sich dadurch wenigstens so ein bisschen über Wasser halten. Nee, da drüben ist jetzt kein Item oder sonst irgendetwas, weshalb ich springen müsste. Deswegen lasse ich das auch erstmal. Hi. Zum Glück hört man die Typen auch ziemlich gut. Also von denen kann man kaum überrascht werden. So, da hinten ist an der Klippe auf jeden Fall noch ein Item, das ich mir holen möchte. Ich glaube, da zwischen den Bäumen erkenne ich auch noch eins. So, ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, wo ich als nächstes lang gehen muss, damit es weitergeht. Kollege, was Schleichen angeht, ist deine ganze Sippe Kacke. So viel sei gesagt. Gaufs großer Pfeil. Pass auf, tolle Aussicht. So, wir schauen uns eben das Item an, das wir, upsala, gekriegt haben. Geht sogar ein bisschen einfacher. Hier. Großpfeil, den Adlerauge Gauf, einer der vier Ritter von Fürst Gwyn für die Drachenjagd benutzte. Benötigt Großbogen. Gauf fertigte persönlich die Steinspitze und umwickelte den Schaft mit Baumrinde. Also mit anderen Worten, sehr mächtige Pfeile für die Bogenschützen unter euch. Wächterrüstung, okay. Ich glaube jetzt, was fehlt uns noch von der Wächterrüstung alles? Schauen wir mal hier, da müsste ja die Wächterrüstung zusammengelagert werden. Ah doch, die Armschienen fehlen uns noch. Dann hätten wir die Wächterrüstung komplett. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie für etwas brauchen unbedingt. Aber sie ist auf jeden Fall nice to have. Das auf jeden Fall. War hier nicht die Brücke? Doch. Die würde ich jetzt nämlich gerne wieder benutzen, um zurückzukommen und das Gebiet zuvor noch einmal zu erforschen. Da wird es vielleicht auch noch das ein oder andere Item geben, wahrscheinlich eben auch die Armschienen. Und vielleicht der Weg, der uns nach unten in dieses Kolosseum führt. Hi. Boah, da haben sich aber jetzt aber viele nach mir umgedreht. War das nicht sogar der Ort, wo vorher lauter Pilzmenschen waren? Ja, kommt jetzt doch mal. Mann, ist eure Wegfindung kaputt. Guckt euch das an, ey. Ja, der Steinritter ist besser darin, den Weg hierher zu finden, als ihr zuckenden Viecher. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht in noch mehr von denen reinlaufe. Aber das hier ist wohl bereits geklärtes Gebiet. So. Bei denen muss ich mich immer wieder dran erinnern, dass ich ja nach rechts ausweichen muss, um diesem Schwinger von denen auszuweichen. Und wow, habe ich jetzt gerade echt mit der großen Verbrennung so weit daneben gehauen. Autsch, das war zugegebenermaßen schlecht getimed. Wow, ich dachte schon, er erwischt mich noch mit diesem Erdbeben. Alter, das darf nicht wahr sein. Komm schon, yes! Weg ist er. Okay. Das wäre das. Von wo bin ich jetzt gekommen? Verdammt. Ach, dieser Wald macht mich jetzt schon fertig. Ah, da. Okay, bin wieder back on track. Hi. Für euch nehme ich meinen Claymore gerne zweihändig. Oh, shit! Oh, da kann ich froh sein, dass er mir nicht noch mehr abgezogen hat. Oh. Puh.
Oh, oh. Mist. Wage es nicht. Oh, oh, ich stecke jetzt fest. Ja. Danke, dass du mich da befreit hast aus dieser Feststeck-Problematik. Oh. Huh. Nein. Aua. Nein, nein, nein. Oh Mann, ich habe nur noch zwei Estus-Flakons übrig. Zack. Nicht mehr viel. Also ich sollte so langsam aber sicher den Weg finden. Sonst sieht's eng für mich aus. Ah, dieses aus der Ferne macht mich genauso nervös wie teilweise dieses. Oh shit, hinter dem Gebäude habe ich ein Item übersehen. Nah. So ein Mist. Guckt euch das an. Da leuchtet es mir schon entgegen. Ich hoffe, von diesen Steinrittern gibt es hier jetzt nicht mehr allzu viele. Denn die sind auf jeden Fall die härteren Gegner. Das hier war der Zugang zu dem Wald. Genau, hier habe ich ja schon alles geklärt. Okay, also habe ich im Prinzip schon fast alles hier erkundet. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich würde nämlich bald gerne aus diesem Wald raus. Da hinten. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich auch weiß, wo die anderen letzten Gegner wahrscheinlich aus dem Wald hier sind. Hier hinter ist nichts? Aber ich habe jetzt irgendetwas glänzen gehört. Ist wahrscheinlich im Gebäude drin. Was auch immer ich da gerade... Oder ist es die Lampe? Das ist auch möglich. Mist. Das hier wird wahrscheinlich eine Abkürzung sein, an die ich aber gerade nicht rankomme. Ah, Wächterstulpen. Perfekt. Damit ist das Wächterset komplett. Ist das tatsächlich wichtig? Denn die Tatsache, dass es so weit verteilt ist, war es für etwas wichtig? Ich bin mir unsicher. Ich habe das Gefühl, ich muss es irgendwo tragen, aber... Wo war das? Hm. Zum Glück werden meine momentane Rüstung und diese Wächterrüstung direkt nebeneinander gelagert. Das macht das Ganze einfacher. Alter! Durch meinen Angriff habe ich tatsächlich sein... Ich konnte seinen Angriff durch meinen Angriff ausweichen. So komisch das auch klingt. Aber so ist es passiert. Nein. Uah. Hilfe, Hilfe! Alter. Wow. Du Sau. Nein! Verbrennung alle. Mist. Weg. So. Okay, das müsste der letzte Gegner hier gewesen sein, theoretisch. In diesem riesigen Waldgebiet. Aber leider bin ich immer noch nicht schlauer, was den Weg nach unten anbelangt. Ich habe ja bereits gesehen, grob in welche Richtung ich gehen muss. Aber... Wo ging es hier nochmal runter? Wie gesagt, ist verdammt lange her. Und das DLC habe ich längst nicht so oft durchgespielt wie das Hauptspiel. Ich habe nämlich am Anfang auf der PlayStation 3 eben nicht die Prepare to Die Edition gehabt, wo das DLC mit dabei war. Und das ist genau die Tatsache, die mich jetzt gerade in den Hintern beißt. Denn ich wüsste jetzt definitiv ganz genau, wie ich runterkomme. Wenn ich es öfter gespielt hätte. Hm.
Ich würde am liebsten hier jetzt irgendwo runterspringen. Es wäre schön, wenn das ginge, aber diese ganzen Abgründe sind definitiv One-Hit-KOs. So viel steht fest. So. Ich hole mir jetzt erstmal hier das Item hinter dem Haus. Okay, von der Seite. Oh, doch, geht es. Gut. Die Seele eines Kriegers nehme ich mit. Sehr, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwo... Oh. Oh! Oh. Ups. Oh, das ist doch kein Bonfire. Ups. Aber hier könnte durchaus mal eines kommen. Das wäre schön. Wir könnten jetzt die Arena hier betreten. Für den nächsten Boss, meine ich. Oh, versteckte Wand. Pass auf, scheinbar... toll. Eine Trollnachricht. Eindeutig keine Wand. Schade. Hätte definitiv eine sein können. Wäre schön gewesen. Naja. Ich hatte jetzt gehofft, eine der anderen Wände wäre eine scheinbare Wand. Und die Nachricht sollte mich nur von der echten scheinbaren Wand ablenken. Da hinten habe ich ein Item übersehen. Das schnappe ich mir nochmal. Seele eines Ritters. Oh, hier können wir sogar noch runterlaufen. Und weiterkommen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo wir da ankommen werden. Wir haben hier so viele Möglichkeiten. Der Bossnebel, wir können da über die Brücke. Ich würde sagen, das machen wir erst einmal. Denn hier können wir gleich einen kleinen, eine kleine Abkürzung freischalten. Hallo, Grinsebacke. Sympathischer Typ, oder? Aber von der Zeit her würde ich sagen, wir werden ihn erst im nächsten Part ansprechen. Also dann, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.